Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Nein, natürlich nicht. Weil wenn doch, wärt ihr hier glaube ich irgendwie an der falschen Stelle. Obwohl das Doppelbett, wie gesagt, ja, ist okay. Ist jetzt, gewinnt kein Blumentopf, aber den wollen wir auch nicht. Also, von daher passt's. So, da haben wir das, da haben wir das. Dann müssen wir hier gucken. Hier wollen wir noch ein Dingens hinsetzen und ein Wummens hinsetzen. Ja, wie machen wir denn das hier? Boah, weiß ich gar nicht, wie wir die obere Etage machen, ganz ehrlich. Weil hier wollen wir auch noch was zimmern plus Dach drüber. Ja, und wie gesagt, dann ist das tatsächlich mindestens genauso groß, wenn nicht sogar noch ein bisschen größer als unsere kleine Sommerresidenz. Dann ist das hier eine große Sommerresidenz. Also ganz einfache Sache, ne? Dann dachte ich, dass wir hier nach draußen hin einen Balkon machen. Ja, also so eine Art Terrasse. Nee, ist eher ein Balkon, weniger Terrasse. Und dass wir dann da halt schöne Sicht, schöne Aussicht auf unsere tolle Erntemaschine haben und... ach, da hinten, guck mal, da ist das schöne Portal, da ist unsere kleine Sommerresidenz. Da hinten wachsen hoffentlich schon die ersten Birken. Okay, da müssen wir hier noch ein bisschen zumachen, ein bisschen dicht machen. Da können wir auch uns mal ein bisschen was einfallen lassen, dass das ein bisschen schöner wird. Vielleicht hier ein bisschen so eine Art kleiner See, der da ein bisschen wasserfallmäßig so runter in das Bächlein hier rein oder irgendwie sowas in der Art. Die Kakteen müssen wir da mal wegmachen. Die stören dann doch vielleicht ein bisschen die Optik. Und, ja. Dann mal gucken, ne? Und dann da hinten geht es dann weiter mit dem Bauernhof. Wobei ich nicht weiß, wie ich das machen werde. Und ich beiße mich hier wieder fest an, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen möchte. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. So? Wäre das gut? Dass wir dann hier wieder so eine Front machen, so eine Glasfront. Und, so? Aber dann ist da trotzdem noch einen höher, damit wir das Dach haben. Und dann, dass wir dann das Dach irgendwie jetzt nicht so wirklich, so wie bei uns in unserer kleinen Sommerresidenz halt, ein bisschen... eher sporadisch machen. Oder soll ich das schon hier machen? Das ist dann ein bisschen... aber dann wäre das ja, wenn wir das hier machen. Und hier. Das wäre ja blöd. Ne, geht ja nicht. Können wir ja nicht machen. Also hier jedenfalls nicht. Da müssen wir das schon... müssen wir das hier machen? Hallo? Ich probiere mal wieder ein bisschen aus. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Dann könnten wir hier ein großes Dings machen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Und dann hier nochmal weg. Sehe dann vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, weiß ich aber nicht. So. So, 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 so. So und so und so. Und zack, zack. 1, 2, 3, 4 und zack, zack. Dann hätten wir hier ein richtig großes Panoramafenster. Dann hier Glas. Dann hier wieder mit dem Lightstone oder Glowstone. Zack. Und dann wieder hier. Zack, zack, zack. Und dann hier. Hups. Wo war's? So. So, so, so. So, so. Und so, so. Und dann könnt ihr hier normales Glas hin. Und hier wieder diese, sind wieder diese Glasblöcke.
Dann wird hier nämlich hier die Terrasse schon eher anfangen. Das ist gut. Das ist gar nicht mal so doof. Das könnte funktionieren. Und dann hier machen wir wieder dicht, richtig? Zack, 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 zack. Und zack. Dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht hier so... dass hier so eine Sache ist. Obwohl, die eigentlich nicht so wirklich. Wenn wir in Dreierfenster 1, 2, 3 und dann hier dicht machen, wäre das ausreichend? Ja, 1, 2, 3 und dann hier vielleicht nur dicht machen. So, dass wir dann hier drei Fenster hätten, drei Dreierfenster. Ja, aber wir haben ja nicht genügend Glas, ne? Das ist ja gerade das Dilemma. So, so, nein. Ich meine auch, klar, aber so, und das war's mit dem Glas. Ja, liebe Leute, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Gras schuppen. Ach, Gras. Holz. Nein, Sand. Ich habe wieder meinen Tiefpunkt, merkt man kaum, ne? Aber ich finde, doch, ist okay. Und jetzt, das wollte ich die ganze Zeit mal machen, mich treibt einfach nur die Neugier. Ja, wow. So, aha, guck mal hier. Wie viele Setzlinge bekommen wir? Ja, ich weiß, es hat in den letzten Folgen vielleicht kaum genervt, aber, ich muss wissen, wie es um die Zukunft steht. Leute, das müsst ihr doch verstehen. Also kloppen wir mal wieder ein paar Palmen. Nein, Palmen. So. Nein. So, und das Holz brauchen wir gar nicht. Also jetzt momentan nicht, jedenfalls. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen leise. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, aber mich plagen momentan leichte Kopfschmerzen. Und ja, ich weiß, man sollte, wenn es eigentlich gut geht, eh keine Let's Plays machen, ob man krank ist oder ob es einem so nicht gut geht. Aber ich muss, liebe Leute, ich muss vorproduzieren. Es hilft ja nichts, wenn ich bald weg bin und eventuell den PC nicht mitnehmen kann, was ich sehr stark befürchte. Dann habe ich ein kleines Problem. Hallo? So, jetzt heißt es wieder schlafen gehen, oder wie? Erstmal was futtern. Nein. So, und jetzt... ab, Vollgas nach oben, erstmal schlafen. Boah, nervt gar nicht mit dem ganzen Pennen. Ach, guck mal, gleich viel bequemer hier in diesem Doppelbett. Boah. So. Hui. So, op. Autsch. Ich bin. Die ganze Wand ist voller Efeu und ich. Wahrscheinlich habe ich hier diesen einen, ja, egal. Ist mein Geschick und typisch ich und. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sieht das gut aus, Leute. So sieht das richtig gut aus. Und dann mache ich, glaube ich, auch mal eine Viererpalme. Oh mein Kopf. Leute, das ist nicht mehr schön. Ich glaube, danach brauche ich auch wieder eine kleine Aufnahmepause. Ach, guck an, Mann. Ihr seid ja heute richtig spendabel, hä? Dafür, dass ihr letztes Mal so rumgezickt habt, merkt ihr, dass es nichts bringt, hä?
Ach, ist das schön. Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Und jetzt habe ich mich weggedreht von. Ach Gott, vom Mikro. Ist natürlich sehr schlau. Ich bin auch am Hadern und überlegen, welche Projekte ich als nächstes irgendwie mal in Angriff nehmen soll, wenn ich wieder da bin von meinem kleinen Ausflug. So, und noch. Was? Was? Hallo? Du trollst mich, oder wie? Hör auf, mich zu trollen. Hallo? Nein. Ich dachte, jetzt kann ich. So, war doch jetzt richtig, ne? Aber zum Thema kommende Projekte werde ich hier sowieso noch. Ja, Hallöchen, na du? Na, Schweinchen? Kennst du mich nicht mehr? Ich war's doch, der Mann mit der dicken Karotte. Also, mit der, ich hab dir doch die Karotte und du hast sie doch, in vollen Zügen genossen. Das klingt falsch, aber du weißt doch, was ich meine. Zuletzt da hinten. Nur du und ich. Ich muss weiter. Leute, sorry, das verlief jetzt doch anders als gedacht. 10 Tropendinger, Schande. So, und den Rest mache ich wieder einzeln. Nee, mache ich nicht einzeln. So. Jetzt habe ich ein, zwei Einzelne und zwei Vierer. Dürfte eigentlich reichen, ne? Gut, wie wär's, wenn ich jetzt, habe ich jetzt Kies mit? Kies habe ich mit, ich habe das mit, wisst ihr was? Habe ich auch Zäune mit? Nee, habe ich natürlich nicht mit. Ich dachte mir, machst du doch mal fröhlich ein bisschen hier weiter. Dürfte reichen. So, und dann haben wir hier. Nein, jetzt habe ich das Kies. Na, egal. So, eins, zwei, und dann hier. So. Ich mache da erstmal so ein, so eine Verbindung, dass das alles erstmal so bleibt, ne, Leute? Boah, ist das wieder laut auf dem Ohr hier gerade? Stört gar nicht. Gar nicht penetrant nervig hier. Wie waren das jetzt? 1, 2, 3, 4 bis hier, ne? Ja. Und jetzt muss ich das Wasser stilllegen. Und so. Und jetzt schön wieder her damit. Aber ich glaube, uns fehlen die nötigen Ziegel. Müssen wir gleich wieder loslatschen. Ist ja aber nicht so schlimm. So. So. Und hier hinten auch nochmal. Dann haben wir hier nämlich alles abgeschlossen. Mehr oder weniger. Ne, mehr habe ich tatsächlich nicht dabei. Dann werde ich gleich nochmal losrennen müssen. Ja, ist doch gut. Jetzt müssen wir uns hier. Ja, ist schon ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich mir nicht was einfallen lasse. Ob ich nicht auch irgendwie, ja, andersrum rüber kann. So und reicht das? Ja, das müsste reichen.
Für mich reicht das auch übrigens. Ich meine, ja, doch, man merkt, ich mache das mal jetzt. Ich nutze die Gunst der Stunde und mache nochmal auf die Schnelle ein schönes Thumbnail. Das heißt schön, ich mache ein Thumbnail. So, mal gucken. Das geht eigentlich in Ordnung. So. Ja, passt doch. Und nein, nicht auf die. Oh, das wär ja fies auf die Kakteen. Oh, da hätte ich aber mach mal wenigstens hier Tür zu, ja. Na komm. Ja, ist doch gut. Ja, ich weiß es doch. Kriegt noch euren Bauernhof. Ich bin doch schon am Ackern wie ein Maultier. Ich glaube, der Vergleich war sogar relativ gut, oder? So. Und ach, das war schon. Ach, guck an. Gut, dann nehmen wir jetzt mal das Kies. Und dann ziehen wir erstmal durch. Wieder erstmal voll an durchziehen, ne? Ey. Wow. Emma, du hast mich voll erschrocken. Huch. So, und jetzt dachte ich, dass ich hier mal so einen Zaun. Zaun. So, das wird niemals reichen. Ach, wir haben schon Zaun. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Boah, das Plätschern macht mich nervös. So. Und dann so. So, dann hätten wir hier ein bisschen, ja, so vielleicht noch. Nein, das war too much. Wow, mit Ranken, guck mal. Alter. Ich meine, ich bin ja sonst nicht zu beeindrucken, aber... Alter Schwede. Wow. Ich meine... Wow. Was zur Hölle ist das denn? Hui. Und yippie. Auch weiter geht's nicht. Schade. Nein. Nicht runterfallen. Wow. Na, ihr nehmt euch mal ein Beispiel da hinten. Hier, hallo. Hallo, guck mal hier hinten. Das ist ein mega, übelst mega Baum. Ja doch, das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt auch. Wird natürlich irgendwo dann erweitert, wenn weitere Gebäude hier folgen und so weiter, dann werden die Wege dementsprechend angepasst. Aber so haben wir dann erstmal einen Kreislauf. Und mit dem... Ja, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. Ich kann aber nur nachts schlafen. Ach, wirklich? Wie nennst du es denn, wenn der Mond gleich wieder aufgeht? Oh. Ich würde gerne, danke. So, ja, ich bin auch schon echt am Ende, also... Endiger wird's nicht mehr. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Dann noch hier ein paar Blumen, da ein paar Blumen und... Aua.
Und der Rest ist auch in Ordnung. Vielleicht macht man hier vielleicht mal so eine Laterne oder was hin. Keine Ahnung. Dann hier dachte ich aber, dazu bräuchte ich Leder. Ich muss mal eben. Das ist Emma, ne? Emma wollen wir nichts tun. Ich will mal kurz das ausprobieren. Liebe Leute, ich muss leider mit meinen Prinzipien brechen, weil wir keinen Mod bekommen, mit dem wir uns lederfrei Bücher machen können. Es tut mir wirklich herzhaft leid. Kuhschubser. Ernsthaft? Ich bin da nicht stolz drauf. Aber ich brauchte jetzt Leder. Ja, ja, ja. Ich habe ein Tier getötet. Aus reiner... Was? Ach so. Aus reiner Habgier. Aus Eigennutz. Zack, 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 zack. Na, ja, super. Unwitzig. Ja, mach halt weg da den Mist hier. Also, los. Und, Mann, gib mir das Leder. So, jetzt haben wir dann Rahmen. So. Dann haben wir hier. Das war jetzt ein bisschen blöd. Geht das so? Ja, wie war das nochmal? Na komm. Wenn ich jetzt hier den Rahmen anbringe und dann hier. Ach, Tatsache. Ja, dann haben wir hier offensichtlich ein kleines Lagerräumchen für die Erntemaschine. Ja, ich würde sagen, wow. Ich würde sagen, liebe Leute, wir verabschieden uns an dieser Stelle und ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Tschüss.